Ich muss zu Avat. Ein Angriff steht bevor. Wir müssen Hades besiegen. Avat hätte uns gerade auch einfach mitnehmen können. Hat er nicht gemacht. Bringt euch in Position. Die Schattenkatscher kommen. Zumindest die, die noch übrig sind. Was haben wir denn hier? Meridians Gründung. Die Gründung Meridians. Wir sind Katscher. In uns fließt das Blut derjenigen, die Araman vor langer Zeit aus der Verfolgung führte. Wir kamen aus dem fernen wilden Osten als Wächter eines Schatzes, der wertvoll ist als Land oder Metall. Die Blätter der Alten. Araman fand die Blätter in einer Ruine, beschienen von einem Sonnenstrahl, und erkannte sofort ihre Bedeutung. In ihnen fand er die ersten Lehren zur Beobachtung der Sonne, zum Erkennen ihrer Wege und zur Stellung der Menschen. Ich habe schon mal gesagt, unter jedem Video hier auf YouTube findet ihr das Wiki von Horizon Zero Dawn. Da könnt ihr euch nochmal alles vernünftig zusammengefasst durchlesen. Avat. Aloy, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee, die Eclipse. Sie greifen bald an, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit, Gott, Dämon, Maschine, wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt. Mehr, als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Avat. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lass die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen, bitte. Sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Gut, jetzt haben sie geredet. Rede mit den tadellosen Marat. Rylens und Elau sind gefühlt die einzigen, die wirklich verstehen, was gerade vor sich geht. Die sind sich den Ausmaßen überhaupt nicht bewusst. Weil sie an einer falschen Religion glauben. Ganz ruhig. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Ein Osse. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Wir haben vielen geholfen. Nicht so bescheiden. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten danach gibt es keinen Weg mehr zurück. Dort kannst du schlafen. Wenn du müde bist. Ruhe dich vor dem Endkampf aus. Überprüfe die Vorbereitungen am Berg und am Turm. Beschädigte Datei repariert. Ach so, das sind die
langsam sich reparieren. Von aus Gaia Prime. Das letzte Mal habe ich Prime im November letzten Jahres besucht. Die Monate, die seitdem vergangen sind, liegen wie in einem Nebel. Gestern Abend bin ich hingeflogen, um die Installation der zentralen Komponente und der Masterüberbrückung zu überwachen. Bitteschön, Ted, die um 4.30 Uhr abgeschlossen war. Also habe ich beschlossen, hier ein paar Stunden zu schlafen, bevor es zurück zu ZD geht. Ich habe Gaia kontaktiert, bevor ich mich hingelegt habe, angeblich um sie über die Anlagepläne zu informieren. Aber die Wahrheit ist, ich habe sie vermisst. Ich habe mir angewöhnt, vor dem Schlafengehen mit ihr zu sprechen. Das scheint diese Tage das Einzige zu sein, was mich beruhigt. Sie hat Gaia an der künstlichen Intelligenz auch schon eine Freundin gefunden. Was sie jeden als wichtig erachtet hat. Eine Nachricht von Oswald weckte mich. Die Odyssee ist gestern gestartet. Da wissen wir ja, dass es geglückt ist. Die Chancen auf den Fortbestand terrestrischen Lebens haben sich also verdoppelt. Warum fühle ich mich dann so unbehaglich? Ich frage mich ständig, welche Art von Welt Fazenev erschaffen wird, wenn das Schiff nach so vielen Jahrzehnten sein Ziel erreicht. Und ich mache mir Sorgen um das Alpha-Modell von Apollo. So viel Wissen, so wenig Beschränkungen und keine Ausfallsicherung. Wie werden sie vermeiden, unsere Fehler zu wiederholen? Was wird sie davon abhalten, Gott zu spielen? Ich habe die Odyssee-Nachricht an die Alphas weitergeleitet. Naoto hat ihnen weniger als eine Minute geantwortet, natürlich mit einem Gedicht. Die Erbauung des Schiffes von Longfellow. Und es ist echt lang. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber es scheint eher um den Stapellauf als um den Bau eines Schiffes zu gehen. Dieser Vers oder Strophe oder was auch immer ist mir ins Auge gesprungen. Die Menschheit mit all ihren Zagen, mit ihrem Traum vom besseren Leben, hängt atemlos von eurem Schicksal ab. Ja, das trifft auf Odyssee und auf Zero Dawn zu. Wo ich gerade davon spreche, ich muss zu ZD zurück. Und ich sollte noch in Naotos Labor vorbeischauen, um mir einen Eindruck von die Metas Fortschritten verschaffen. Wenn ich da ohne einen Tennisband wieder rauskomme, kann ich mich glücklich schätzen. Bis zum nächsten Mal. Tab! Hey Leute, ich sagte doch, ich komme. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen, Nora. Beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst. Tab, den haben wir als Kind gerettet. Also als Elon noch ein kleines Kind war. Halloween. Travis kam zum Süßes oder Saures vorbei. Er hätte sich so verkleidet, als wäre er ich. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich habe ihm ein angebrochenes Paket Waffen gegeben und ihn rausgeworfen. Aber vorher hatte er mich noch zu einem italienischen Horrorspektakel eingeladen, was er für das ZD-Personal organisiert hat. Im Ernst, als ob es nicht schon genug Horror auf der Welt gäbe. Wie auch immer, ich war schon hier draußen für die letzte Inspektion von G-Prime verplant, mit Harris und der Delegation des Präsidenten. Ted war auch hier und er sah nicht gut aus. Er zappelte die ganze Zeit herum und konnte mir nicht in die Augen sehen. Ich war erleichtert, als er in sein Pferd stieg und nach Theben zurückflog. Aber ich sollte mich wohl nicht beschweren, wenn er sich eine Luxuszuflucht bauen will, um die Apokalypse auszusitzen, soll er. Das hält ihn von Elysium und mir fern. Harris blieb lang genug, um mich detailliert über die strategische Situation zu informieren. Im Grunde genommen sind wir in der Endphase eingetreten. Die Schlinge zieht sich zu, die Prognosen zeigen, dass wir immer noch rechtzeitig fertig werden können. Aber der Fehlerspielraum liegt bei plus minus 10 Tagen. Nicht gerade großzügig bemessen.
Wenn die Plage früher als vorhergesagt durchbricht, tja, das darf einfach nicht passieren. Ich muss zurück zu Zero Dawn. Silent sagte, das dauert Wochen, Monate, Jahre. Und jetzt ploppen die einfach auf. Wie viel Zeit vergeht hier? So viele wie ich muss. Ja, sie sind auch da. Es ist so. Was? Heiter. Kleine Jägerin, du rufst und ich komme. Bereit zum Kampf? Kampf? Ich dachte, du willst nur Tee trinken und plaudern. Uns steht ein Kampf bevor, das wusste ich nicht. Das kann nicht sein, du weißt immer alles. Ja, das stimmt. Wir trafen uns noch nicht oft und doch kennst du mich so gut. Ich möchte dich gern besser kennen. Das wäre schön. Hm. Wenn ich den Satz höre, ist das meist anders gemeint. Kann ich dir was verraten? Na klar. Ich warte schon ein Leben lang auf diesen Kampf. Unser Feind heute ist derselbe, der aus Meridian einen Sklavenmarkt und aus Sonnenfall ein Blutbad gemacht hat. Fanatiker, die töten und foltern. Mütter, Väter, Familien, Kinder. Alles im Namen der Sonne. Ich hasse sie, Aloy. Die Peitschennarben auf meinem Rücken bezeugen es. Und heute können wir sie ein für alle Mal vernichten. Heute werden wir es beenden. Aber das ist längst nicht alles. Ich kam ihretwegen. Diesmal kommen sie nicht davon. So ist es, Vanasha. Wir kämpfen gemeinsam. Und das danke ich dir, kleine Jägerin. Und danach geht die Sonne über einer besseren Welt auf. Hoffentlich. Denn es ist nur Hades. Hephaistus hatten wir. Was ist denn hier noch alles? Petra. Weißt du, was hatten wir bei Frozen Wilds? Apollo haben wir bei der Urmutter gehabt. Im Becken. Gibt sicher noch andere. Und Hephaistus ist ja nicht verschwunden. Es hieß ja, der ist woanders. Ha! Du musst dann wohl Aloy sein. Ich dachte, du hättest mehr. Mehr was? Mehr Fett, schätze ich. Mehr wie ein Zahnrad, nicht wie ein Ringlein. Versteh mich nicht falsch. Du bist gut gebaut. Flirten alle Osseram im unpassendsten Moment? Unpassend? Der Kampf hat nicht mal angefangen. Petra Schmiedin, ich komme aus der Freihalde. Beim nächsten Staubsturm gehe ich dahin zurück. Marat bat mich, zuerst das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Aber ich habe ihre Rohre geputzt für mehr Donner. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Oh. Darum die Trainingsattrappe. Treffsicher und eine hohe Reichweite. Nicht zielen wie mit einem Bogen. Schon ganz nice, aber ich denke mal, ich bleibe beim Bogen. Nur wenn es nicht anders geht. Vielen Dank. Ja, ich glaube, hätten wir die ganzen Nebenmissionen noch hier gemacht, dann würden hier noch mehr stehen. Ach, aber sogar die Banduk vom DSC sind hier. Ich dachte nicht, dass du herkommen würdest. Ich bin in der Tat ein Fremder in diesem grünen, schneelosen Land. Urea vergab den Kaja, aber ich tat das nie. Doch ich wollte kommen für meinen früheren Häuptling. Es ist gut, dich als Anführer zu sehen. Die junge Eisjägerin möchte sich auch beweisen. Sie erinnert mich an Urea, als wir jung waren. Das war von dieser Nebenaufgabe, wo die Maschinen alle zahm waren wegen dieser Kapsel. Sie ist auch gekommen. Du bist der Jäger aus dem Banukain. Ich erkenne dich auch, Nora. Die Maschinen erwachten, als du angekommen bist. Sie waren wild.
Ich kann da nichts dafür. Nein, ich danke dir, Nora. Damals entschied ich nicht, nach Ban-Ur zurückzukehren. Ich wollte hierher kommen, um zu jagen. So viele Maschinen, sogar Dämonen. Spinnenhaft, schnell und ohne das blaue Licht im Inneren. Totes, das man wieder töten muss. Es gibt eine ganze Armee von ihnen. Eine Armee? Ja, deshalb bin ich hier. Gut, ich warte. Sind wirklich alle gekommen. Sehr viele Leute von den Nebenmissionen. Hätten mehr sein können, aber wir nehmen, was da ist. Die Sonne geht unter. Morgen früh beginnt die Schlacht. Wahl. Wahl war einer, der mit ihr Leute zusammen die Probung gemacht hat. Sonnenuntergang. Vielleicht kann ich mich etwas ausruhen. Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Vahl. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land, verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Na man. Oh, Sonne. Was zeigt uns dein Antlitz? Anerkennung? Oder Tadel? Naman, ich hätte ahnen können, wenn hier ein Sonnenpriester ist, dann du. Und wenn der Sonnenkönig zulässt, dass Fremde die Flammen betreten, kannst nur du diese Aloy sein. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Oder die Psalmen der Sonne könnten dich stützen. Aber wenn du mir eine Bemerkung erlaubst. Bitte sehr. Du zeigtest Kraft und Mitleid. Unsere Feinde zeigten nur grausamen Hass. Beide Seiten wollen den Segen der Sonne. Doch die Sonne, zu der ich bete, sie würde ihn dir gewähren. Weißt du, Naman, die Nora machen mir auch ganz schön viel göttlichen Druck, aber ich gebe mein Bestes. Die Stämme vereint gegen Schatten. Es muss der Wille der Sonne sein. Also, wer sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als Eklipse. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Keine Ahnung, sie waren mal Kaja und Kaja labern doch dauernd von Sonne und Schatten. Tja, wenn das Kaja sind, kann's ja nicht so schwer werden. Aloy, da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal... Ich finde das so gut gemacht. So alle Leute, die Aloy geholfen hat, sind da. In einem Gebiet, wo sich niemand gegenseitig leiden konnte und Aloy hat sie alle zusammengeführt. Sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Zumindest eine kleine Garde. Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen,
Sona. Die Kriegsherrin der 15.01.2066. Es ist gerade mal, Moment, 43 Stunden her, dass Harris mich gewarnt hat. Er sagte, dass die östliche Linie bald zusammenbricht, dass die Schwärme eine Art Zangmanöver gegen die Wichita-Linie starten. Noch 5 oder 6 Tage mehr und Gaia hätte vermutlich ohne Hilfe starten können. Ich glaube schon. So war alles überall. ZD wurde zu einem Irrenhaus. Es war völlig chaotisch. Jedes Team hat verseucht, Codes zu stabilisieren und zu versiegeln. Versäumt sollte das wahrscheinlich sein. Jedes Team hat versucht, Codes zu stabilisieren und zu versiegeln. Während die Gammas und dann die Betas evakuiert wurden. Als Gaia so weit lief, habe ich die Alpha versammelt und die schlechte Nachricht verkündet. Ich dachte, ich muss mich übergeben, aber sie wussten es natürlich schon. Sie wussten, dass die Arbeit nicht getan war. Beinahe, aber nicht ganz. Es gibt Tests durchzuführen, Fehler auszubügeln, Arbeit zu tun. Also haben sie es akzeptiert. Kein Elysium für uns. Wir werden den Rest unseres Lebens hier verbringen. Mit Tests und Feinarbeiten an den untergeordneten Funktionen. Bis sie perfekt sind. Damit muss man wohl rechnen, wenn man eine Bande besessener Perfektionisten rekrutiert. Ich habe es geschafft, nicht zu weinen, bis ich wieder in meinem Büro war. Hier sind wir also und bringen Gaia Prime zum Laufen. Und ja, es war echt knapp. Mich überkommt schon wieder der Ekel, wenn ich darüber nachdenke, wie das Schicksal des Lebens vom Zufall abhängig ist. Hätte ich das Lightkeeper-Protokoll nicht vorgeschlagen, wären hier keine Wohnräume gebaut worden. Hätte ich das Protokoll früher aufgegeben, wären die notwendigen Systeme zur Lebenserhaltung nie installiert worden. Hätte. Wenigstens müssen wir nicht die gruseligen Merkwürdigkeit ertragen, Klone unserer selbst aufzuziehen und auszubilden. Das machen andere. Und sie nennt's Klone. Wir sind aber erst 3000 Jahre später durch Aya geklont worden. Durch Sobeks DNA. Das, was Sobek nie wollte. Dass es von ihr einen Klon gibt. Das genetische Material wurde nie außerhalb der Ursprungsanlagen bearbeitet. Also ist es nicht einmal möglich. Darüber bin ich froh. Ich möchte wirklich nicht meine Zeit mit einem jungen Travis Tate verbringen. Der von Travis Tate großgezogen wird. Nein, es liegt an uns, Gaia zu perfektionieren, an nur einer Generation. Update. Das war General Harris. Die Wichita-Linie ist gefallen. Das USRC erwartet die endgültige... Das US-Roboterkommando erwartet die endgültige Niederlage in 2 Tagen, was uns bestenfalls 72 Stunden lässt, um alles fertig zu machen und zu versiegeln. Lebendig begraben. Für das Leben. Ich werde es den anderen sagen. Die Kaja sehen in ihrer Rüstung ja wie Gockel aus. Aber es sind so viele. Und wir sind so wenige. Sie sind nicht der Feind. Diesmal nicht. Ruhe jetzt. Sie kommt. Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. So. Ruhe dich vor dem Endkampf aus. Es ist die letzte Nacht vor der Schlacht, meine Freunde. Ruht euch aus, sobald die Sonne am Horizont erscheint, werden die Schattenkatscher hier sein. Dann beginnt der Angriff. Olens Wohnung. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Bin bereit.
Ruhe dich vor dem Kampf aus. Kein Weg zurück. Es ist die letzte Mission von Horizon Zero Dawn.